Das wird mega kalt. Ja. Dumme Ideen. Dumme Ideen. Nur dumme Ideen! Nur dumme Ideen! Wunderschönen guten Morgen aus der Schweiz. Wir sind schon wieder unterwegs. Wir sind nicht daheim, wir sind nicht einmal einen Tag daheim. Genau, das erste Wochenende verbringen wir gerade in Baden. Baden. Los, wir sind schon spät dran. Sind wir schon spät? Ja. Wo ist eigentlich Baden? Irgendwo zwischen Basel und Zürich, oder? Bist du schon mal gesehen? Zwischen Basel und Zürich, oder? Ja, und ich kenne ehrlich gesagt nur das Casino aus dem Radio. Aber sonst kenne ich nichts im Baden. Genau. Eigentlich weißt du, wieso Baden noch praktisch ist? Wieso? Das trennt Basel von Zürich. Mann, du bist ein frecher Kaib. Fahr los, schon dumme Witze machen. Es sollte im Fall glaub, wirklich spannend sein. Aber ich habe keine Ahnung. Wir gehen es anschauen, oder? Fahr los! Los! Also, wenn wir zu spät kommen, dann immer wegen Kilian. Tada! So, wir sind angekommen in unserem Hotelzimmer, vielleicht noch die Türen zumachen. In Baden sind wir angekommen. Ja, wir haben noch nichts von Baden gesehen. Wir können euch eigentlich noch nichts Spannendes zeigen, außer unser Hotelzimmer. Genau, da werden wir schlafen. Wir sind 24 Stunden im Baden. Das heisst, eine Nacht und ein paar Stunden im Hellen. Wir werden sicher durch die Stadt laufen und euch ein bisschen die Altstadt auch zeigen. Und genau. Ich gehe noch ins Casino. Echt? Ja. Oh nein, das kommt glaube ich nicht gut. Aber können wir mal hier ein bisschen rausgehen, wir haben einen Balkon, oder? Limmat fließt glaube ich durch Baden, oder? Ja, jetzt unsere Geografiekenntnis gerade kurz auf Probe gestellt. Schön, oder? So, jetzt schauen wir die Stadt von oben an. Ich glaube, immer gut als erster Eindruck, oder? Es ist kalt in der Schweiz. Und die Sonne ist auch weg. Aber jetzt gehen wir raus. Jetzt müssen wir die Stadt sehen. Irgendwie muss sie ja ihrem Namen gerecht werden, Baden. Es geht um Bäder, hoffentlich. Und genau, irgendwo sicher auch warme Quellen. Vielleicht können wir irgendwo reingumpen, keine Ahnung. Aber jetzt machen wir mal eine City-Tour. Und nehmen wir euch natürlich mit. Man spürt so wirklich den Geist von früher, wenn man durch das älteste Hotel hier von Baden läuft. So wie die Reichen so früher hier waren, Feste gefeiert haben, gekurt haben. Da kann man sich irgendwie gar nicht recht vorstellen, dass hier so Zau rausgelassen worden ist, weil jetzt ist es so edel und schick. Und so ruhig. Und früher noch grosse Partys. Splitterphase nackt baden draussen auf dem Dorfplatz. Mal schauen, ob wir das Baden auch noch so werden erleben. Ja, wir sind echt gespannt. Das ist der Freddy, das ist unser Stadtführer. Es hast du uns vorher erzählt, da war früher eigentlich sozusagen ein Tollhaus. Sie sind nackt baden in den Thermen. Wann hat denn das aufgehört, dass Baden so ein Tollhaus ist? Ja, Baden ist immer noch ein Tollhaus. Ist immer noch so? Ja, natürlich. Klar, mit der Badenfahrt und alles. Aber natürlich müssen wir sich sonst an die normalen Gesetze halten. Genau, also aber nicht mehr nackt baden, aber... Ja, so bin ich sicher. Wieso schon? Denn nicht, ja. Okay, dann gehen wir dann von oben mal schauen, ob wir einen nackt rumflitzen sind. Ist dir aufgefallen? Es schmeckt voll überall so nach Thermalwasser und nach Schwefel. Nach Schwefel schmeckt es nicht, es stinkt nach Schwefel. Nein. Ich habe wirklich nicht gut. Ich habe Baden so ein völlig anderes Bild von Baden gehabt. Auch so grosse Firmen, Industrie. Business City. Ja, ich habe das ehrlich gesagt auch nicht gewusst. Aber es ist wirklich so voll die Thermalstadt. Aber ganz ehrlich, ein bisschen deppert ist es schon, dass wir nicht selber drauf kommen, weil Baden... Der Name, genau, sagt eigentlich schon ziemlich viel. Baden ist Baden, oder?
Das ist alles ein bisschen grau, aber ich glaube, da kann das Stadtbaden nicht dafür, sondern das graue Wetter. Es ist immer ein bisschen schwierig, euch eine Stadt zu zeigen, wenn es grau ist, ganz ehrlich gesagt. Und wir geben unser Bestes. Jetzt ist Fitness angesagt, 350 Stufen drauf. Stimmt? Ja! Oh, jetzt bin ich gerade ein bisschen kaputt. 350 Stege sind wir drauf gelaufen. Und das, was ihr hier gesehen habt, ist so das Baden, das ich kenne. Industrie, da wird geschafft, ABB, so die grossen Firmen. Kenne ich von meinem alten Job ab und zu hier vorbeigeschaut. Aber ich habe wirklich nicht gewusst, dass es hier eine wunderschöne Altstadt gibt. Oh, jetzt fängt es gar an schneien. Wir kriegen heute so eine ganze Ladung Schweiz. Ja, wirklich. Alle Wetterlagen von der Schweiz haben wir heute gehabt. Es hat die Sonne geschonen und blauer Himmel, wo wir losgefahren sind. Dann hat es düster und grau geworden und jetzt schneit es. Das ist doch crazy, oder? Das ist echt schön an der Schweiz, all die Jahreszeiten. Und die haben wir jetzt, glaube ich, so einen Tag, also Sonnenschein. Ja, ich habe am Nachmittag habe ich keine Jacke gebraucht. Es war so warm gewesen. Und jetzt, boah! Sogar Händchen haben wir an. Krass, oder? So, es dunkelt langsam ein. Wir machen jetzt etwas ganz Spannendes, etwas mega Cooles. Was machen wir? Gehen essen, oder? Nein, wir gehen ins Casino. Ah. Hallo, weißt du, wie coole Eingewöhnen mit Sicherheit? Mega viel. Vielleicht, ich weiß nicht, soll ich jetzt die Story erzählen? Wenn ich mit der Loredana ins Casino gehe, es kommt eigentlich immer gleich raus. Wieso? Loredana setzt einen Einsatz und sie wird verlieren. Nein, das stimmt. Du bist gemein. Wenn du das jetzt sagst, dann verliere ich nachher. Es ist so. Und ich kann immer meinen Einsatz verdoppeln. Und kaum habe ich ihn verdoppelt, kommt Loredana und sagt, oh, du musst weiterspielen, du wirst 100 Pro gewinnen. Nein, und am Schluss... Ich sage nur, wenn man eine Glückssträhne hat, dann muss man dranbleiben. Und du hast eine Glückssträhne. Und am Schluss, also das ist schon das Ende des Videos, wird es so sein, wir werden rauslaufen und haben alles verloren. Schatz, wegen dir, also wenn ich heute verliere, dann ist er schuld. Dann ist er schuld, weil er das gesagt hat jetzt. Guten Morgen miteinander. Oh, der Freddy, der Stadtführer, hat recht gehabt. Baden ist echt ein tolles Haus. Ja, und wir hatten Jetlag und sind nicht an vorderster Front dabei gewesen. Tja, aber sie können fest im Baden. Sie können. Wir sind dafür jetzt einigermaßen fit, um den zweiten Tag zu starten, hier in Baden. Aber ich glaube, jetzt müssen wir uns noch zuerst... Oh, ein bisschen schön machen. So, wir sind ready, zum Tag zu starten. Es kann losgehen. Also je nach Wetter heute haben wir ja eigentlich zwei Optionen. Entweder wir können nochmal einen Stadtbummel machen. Oder wenn das Wetter nicht so toll ist, dann würde ich sagen... Machen wir da, wo Baden dafür bekannt ist und gehen baden. Ein bisschen Wellness. Aber jetzt gehen wir in die Stadt, oder? Nein, doch nicht. Ich brauche zuerst zum Morgen und eigentlich habe ich schon keine Lust auf ein bisschen zu dürfen wir, glaube ich, auch bei diesem Wetter. Aber zuerst ein bisschen zum Morgen. So. Jetzt gehen wir Wellness. Wir sind uns noch nicht so ganz einig. Also ich würde eigentlich lieber die Stadt noch mal anschauen. Nein, wir sind nicht in Baden und dann gehen wir nicht baden. Das geht nicht auf. Wir haben jetzt noch 2 Stunden, bevor wir ihn auschecken. Ich habe eine Idee für einen Kompromiss. Was? Wir gehen einfach im Badmantel ein bisschen raus. Ja, super. So, wir sind bereit. Wir sind ausgerüstet mit dem Bademantel für unsere Wellness-Stadtführung. Los geht's. Das wird mega kalt. Ja. Hier
dumme Ideen. Nur dumme Ideen. Mein Mann. Okay, es hat jetzt noch angefangen zu schneien, so passend dazu, dass wir so viel anhaben. Ja. Aber ist noch schön, oder? Als wenn es Sommer wäre. Nicht kalt. Doch. Eben, doch. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie kalt hast du? Sehr kalt. Also wir haben gestern die Kamera zu wenig schnell zücken können, aber das ist im Fall tatsächlich einer mit dem Neoprenanzug in der Lima drin. Genau. Ja. Oh. Crazy. Also von dem her, ich glaube, irgendwie sind die Badner härter im Nähen. Ja, definitiv. Also wir haben ja gesagt, wir machen ein bisschen Stadtführung. Also die schönen alten Häusle kriegen das sicher mit. Aber es ist auch zu kalt, um euch mehr zu erzählen. Ich würde sagen, wir suchen uns möglichst schnell eine warme Quelle von diesen Thermalquellen, die sie haben. Fußbad nehmen? Ja, jetzt haben wir das Fußbad nehmen. Ja, super zu baden, oder? Ich habe es auch gemacht. Aber es ist schon ein bisschen kalt. Nein, jetzt ist es wieder warm. Ist warm? Ja. Okay. Es ist ja grundsätzlich eine gute Idee, so die Füße ins warme Wasser, aber warm kriegt man davon nicht. Vor allem, wenn man so die kalte Lima sieht da hinten. Aber die Aussicht ist mega schön. Wow, kalt, nass. Wow. Okay, das ist jetzt so richtig grusig, so mit den nassen Füßen in die kalten Schlarpen reinstehen. Wir brauchen ein grosses Becken zum Planschen, damit der Körper auch warm bekommt. Und das suchen wir jetzt. Gehen wir mal suchen. Das Wasser ist aber echt richtig heiß, also da hat man nur kalt. Das ist echt noch cool, da kann man durch die Stadt laufen und mitten auf einem Platz sieht man so einen Becken und da sitzt der eine oder andere Stadtbad noch drin, kann sich dazu gesellen und sich ein warmes Bad gönnen. Sehr cool. Hi. Tschüss. Oh, die sind schon verrückt, die Badner. Die sitzen, egal die was crazy. Für Temperaturen, sie sitzen in ihrem Hotpot. Und du kannst wirklich zu jeder Tageszeit gehen und irgendjemand sitzt in ja, der Pfütze. Wirklich, die sind echt hart im Nähen. Also ich glaube, entweder muss es am Thermalwasser liegen, dass die ein stärkeres Immunsystem haben. Ja, ich hoffe, wir oder werden nicht krank. Genau. Wir gehen jetzt noch im Indoor-Spa, da können wir euch aber leider nicht mitnehmen. Ihr müsst leider draußen warten, aber nachher müssen wir anscheinend noch ein Spanischbrötchen probieren. Das haben wir die im Hotpot draußen gerade gesagt, die Partnerin. Plus auf Instagram haben sie uns auch geschrieben, ach schon? Unbedingt Spanischbrötchen. Also, das ist ein Must. Also warten da und dann gehen wir uns ein Spanischbrötchen holen. Genau. Aufgewärmt, frisch geduscht. Und ausgecheckt. Und jetzt gehen wir ab und suchen eine Spanisch-Brötli-Bäckerei. Gibt es das beim Bäck? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube es. Gehen wir mal schauen. Los. So, jetzt haben wir so eine Spanisch-Brötli gefunden. Es ist mich echt wunder, wie die schmecken. Anscheinend die reichen Zürcher, die hierher gekommen sind, zum Kuren früher noch. Die sind extra, haben sie ihre Boote auf Baden geschickt, um sich so eine Spanisch Brötli bringen zu lassen. Weil im reformierten Zürich haben die Bäcker ja, so ein Luxusgebäck gar nicht herstellen. Fein. Hallo, ich will im Fall auch einen Schnapp. Ist das schon alles allein? Das ist irgendwie nussig. Ist noch fein. Es ist ein bisschen staubig. Es ist ein bisschen schwierig zu reden damit. Aber wir müssen auch nicht mehr viel reden. Wir sagen glaube ich, einfach noch Tschüss zusammen. Ciao miteinander, machen's gut. Schreiben uns in Kommentare, was ihr gemeint habt zu diesem Video. Und schön, sind ihr dabei. Das war aus Baden. Ich glaube, im nächsten Video werden wir irgendwann im Schnee sein, weil
Ich vermisse noch ein bisschen den Schnee von der Schweiz. Darum also, unbedingt den Kanal abonnieren. Machen Sie gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen.